Scharf stellen. Zack, zack. Gucken, ob es geht. Hey, es geht. Und man sieht den Werkzeugkoffer neben mir. Aber nicht die Kekse. Nein. Erstmal. Ich sollte das, glaube ich, mal so machen, dass ich mehr in die Kamera reingucke, sonst ist es ziemlich Schwachsinn. Erstmal willkommen zurück zu einer neuen Folge News und Kommentare am Sonntag. Denn heute ist der 3.4. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub exakt und ich habe schon ordentlich vorproduziert. Das kommt wegen dem Trinken eben. Immer passend. Genau, ich habe vorproduziert. So ein bisschen auf YouTube. Was fangen die denn da draußen jetzt an mit der Schubkarre? Hab Cities Skylines auf jeden Fall vorproduziert. Hab auch den Fehler mit den Bäumen gefunden heute Nacht irgendwann. Supi, Dankeschön da auch nochmal an den. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Maxi der Zocker. Ja, der hat nämlich genau das gleiche rausgefunden wie ich heute Nacht, dass die Bäume schuld sind, die der Map-Ersteller platziert hat. Von daher passte das wunderbar. Dass wir da den Fehler endlich gefunden haben und es läuft. Und ich muss unbedingt mal zum Friseur die Woche. Schlimm, vor allem mit nassen Haaren. Oder halbnassen Haaren noch. Genau, hab das aufgenommen bis Folge 18 oder sowas. Ich hab 3 Stunden hintereinander, 3 Stunden 10 oder sowas, in 1 aufgenommen und dachte mir so, läuft. Von daher. Ich habe auch einen Mod gefunden, womit wir noch so ein bisschen Feinarbeit treiben können. Und da können wir uns, glaube ich, schön drauf freuen. Ja, da können wir uns wieder drauf freuen, dass es schön wird. Was haben wir noch? Wir haben. Genau, ich will mal wieder ATS zocken. Ja, das soll auch mal wieder die Woche kommen. Ich will Anno zocken. Soll auch eigentlich diese Woche kommen. Morgen kommt eine Folge Rocket League, wenn ich die noch habe. Wo ich glaube, die habe ich noch. Muss ich mal gucken. Glaube, ja. Ich meine, ich habe die Folge noch. Dann, was steht noch an? Was steht noch an die Woche? Gar nichts weiter. Doch. Train Fever. Yay. Es gab ja so viel Rückmeldung von euch, dass Train Fever wohl eine Folge noch kommt. Wo ich einmal zeige, das haben wir geschafft in Season 7. Das wollen wir auch weitermachen. Nicht. Alter! Auch nicht schlecht. Hat man alles Fenster offen, dann ist es gleich laut. Genau, wird noch eine Folge kommen, da wo ich einmal alles zeigen werde. Die wird wahrscheinlich auch etwas länger sein als nur 20 Minuten. Also da schon mal vorab die Information. Dann als Nachfolger steht fest. Ja, viele haben es gewusst, viele wissen es auch noch. Cities in Motion 1. Ja, es wird kommen. Irgendwann diese Woche oder Anfang nächste. Ja, darüber kann man jetzt reden. War wieder supi. Werden wir uns auch total lange dran erfreuen wieder, weil es ist wieder so ein Spiel, wo du anfängst und dann eigentlich nach 3, 5, 8 Stunden merkst du, oh, hi, du bist gerade bei der Hälfte. Und denkst dir so, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen. Und ja, das heißt, da machen wir dann ein bisschen weiter. Schauen dann, was dann als nächstes danach als Nachfolger kommt. Einige sagen ja, Train Fever, das Russen-DLC oder das russische DLC. Warten wir mal ab und schauen dann mal, wie sich das entwickelt. Was da kommt, genau, kann ich noch nicht versprechen in Season 8 von Train Fever, wenn es eine Season 8 geben sollte. Und das erstmal soweit. Dann wollen wir nochmal zur vergangenen Woche nochmal so zurückkehren. Das sieht komisch aus, wenn ich so mache. Leid. Genau, da hatten wir freitags den Stream. Nicht samstags, nein, freitags. Ja, wir hatten auch wieder Netzwerkprobleme. Diesmal war ein Backup eines Handys schuld, welches durchgeführt wurde mit 3,5 GB. Und das nicht per LAN, sondern per WLAN. Und dann versuchen wir, meinen Stream nebenbei jetzt Upload zu haben mit voller Bandbreite zu einem Upload eines Backups. War super, hatten wir jede Menge Unterbrecher. Ging aber dann in einer Weise doch. War nicht ganz amüsant, auch der Stream wieder. Diesmal ohne den Besen und ohne Eimer. Dafür aber wieder mit vernünftigen Leuten. Hi! nee, genau, das lief einwandfrei, da hat man nichts zu meckern. Und genau, GTA haben wir ja wieder danach gespielt, so ein klein wenig. Aber auch ganz amüsant mal wieder die Runde.
Und jo, ich hoffe, dass wir diese Woche diesmal ohne Probleme arbeiten können. Ich überlege auch noch, ob ich in der Woche irgendwie einen Stream zwischendurch mache, für wo wir einfach mal zügig hinsetzen und mal ein bisschen schauen, vielleicht das auch noch normal erweitern. Was machen die denn da? Alter Finne. Wo wir dann einfach noch ein paar Züge hinsetzen, vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Wir haben ja so ein bisschen was geschafft im letzten Stream. Auch wieder an neuen Strecken, an der Hauptverbindung haben wir ein bisschen was rumgeschraubt. Jetzt fehlen eigentlich noch die Städte, die sich ausbauen müssen. Oder wir halt eine Industrielinie in Betrieb nehmen, um die Städte halt irgendwie zu pushen. Und ja, das werden wir soweit auch nochmal fortführen und dann nochmal schauen. Sonntag nächste Woche, also dann am 10.04. wird es keine News und Kommentare geben, da ich nicht im Haus bin. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, da wird es erst wieder am 17. was geben. Und ja, aber Freitag ist heute ganz normales Stream kommen. Von daher bin ich da, glaube ich, ganz glücklich und ganz gut aufgestellt für die Woche. So. Da erstmal so die Fragen, wie geht's mir? Gut, hi, und selber. genau, ich hatte noch ein paar Kommentare gelesen, die mir auf dem Gewissen liegen. Weil das ist ja eigentlich so ein Format, wo auch die Kommentare vorgelesen werden sollten. Wo man dann einfach mal gucken sollte, was da so ist. Und zwar da Florian Ahlert hat nämlich geschrieben, am Bahnhof kannst du ja noch bei der großen Straßenbahnstation noch ein paar Bodenplatten hinmachen. Einige fragen sich jetzt, auf welches Video sich das bezieht. Das bezieht sich auf City Skylines Folge Nummer 8 von Season 4. Da gibt es Probleme, wenn wir die Platten setzen, aber das werdet ihr in Folge 9, glaube ich, habe ich die Bodenplatten mal gesetzt. Dann seht ihr das, wenn ich die nicht schon in 8 gesetzt habe. Das wird nochmal geändert und da haben wir auch einen Mod jetzt gegen, der jetzt so ein bisschen dafür helfen sollte, dass wir da genauer bauen können und noch so ein bisschen was Besseres machen können. Dann gibt es auch noch die Frage, ob ich eine Modliste machen kann auf Steam. Ich kann nur die normalen Mods euch mal rausgeben, die ich aktiv habe, weil ich gebe euch, wartet, ich gucke original nach, beziehungsweise ich zeige euch das auch mal gleich, wie viele Sachen ich abonniert habe, damit ihr mir das glaubt, wie viel das wirklich ist. Monitoraufnahme. Hier, ne, da oben, 2012 Objekte habe ich abonniert. Also, wir können jetzt hier gerne mal so ein bisschen durchschalten, damit ihr das auch seht, dass es wirklich alles Sachen sind, die wir irgendwie haben. Da habt ihr es eben zwischenzeitlich gesehen. Ich habe noch so ein neues Themending reingeladen. Da werden wir vielleicht mal ein bisschen mit rum experimentieren. Aber ihr seht es halt, wir haben hier wirklich alles voller Mods und das wären einfach viel zu viele und ich habe 90 normale, deswegen werden wir einfach die 90 normalen nutzen und auf die aufbauen. Von daher sollte das dann auch alles normal für euch gültig sein. Ja, und Rasi, ich habe es mir gemerkt, ich mache immer noch die Liste und die werde ich auch machen. Roman Pintur hat darauf geantwortet, das geht leider nicht, da es manche Mods nicht mehr gibt. Stimmt nicht. In dem Fall gibt es alle Mods, die da drin sind. Bei Steam wird das ja aktuell gehalten, das ist nur bei Train Fever so. Also nicht irritieren lassen, Train Fever hat als einzige das Problem, dass ich da keine Modliste erstelle, da es einfach manche Mods nicht mehr gibt. Und dann sich gefragt, Mann, das geht ja nicht. Der BLVCK schreibt, warum hast du drei Bahnhöfe, Straßenbahnhöfe, am Bahnhof gebaut, wenn nur einer genutzt wird? Das wirst du noch irgendwann rauskriegen. Also da gibt es noch so ein bisschen was, was da kommt. Was haben wir noch? Genau, dann habe ich ja mein Versprechen gehalten und das werde ich auch heute wieder halten mit zwei Folgen City Skylines, wie ich gesagt hatte im Stream, als Ausgleich zu Train Fever noch hinzu und außerdem, weil ich so viel vorproduziert habe, dass ich wieder spielen möchte, gab es gestern zwei Folgen, einmal um 12 und einmal um 20 Uhr und dasselbe gab es ja heute um 12 Uhr und dann gibt es um 20 Uhr auch noch eine, also könnt ihr euch da freuen, es gibt zwei, was dann ganz gut ist.
Der Michael Schwarz hat geschrieben: Hallo lieber Dani, ich schaue mir gerade deinen Stream vom gestrigen Abend an. Zugauswahl bei 1 Stunde 23. Kann ich nur Folgendes sagen: Auf der Strecke Hamburg Hauptbahnhof, Rostock Hauptbahnhof, RE1, Hanse Express verkehren BR120 und BR101 jeweils mit Dostos, mit vier Dostos und einem Dostos Steuerwagen. Oh, es gibt im Netz bestimmt auch schöne Bilder davon. Frag doch mal Google. Werde ich garantiert nochmal machen. Und das wusste ich echt nicht, dass sowas ist. Das ist ja eher so die seltene Ausnahme, dass man da so sieht, so, ist halt nicht so super. Genau, das zu Sandbox, ne? Dann ganz viel zu City Skylines. Dann haben wir doch mega geil, mach weiter. Genau, und dann auch so solche Sachen, so nach dem Motto: Ey, sind das Standardfahrzeugskins, die du hast? Nicht unbedingt alle, nein, ich habe auch ein paar, die halt nicht so Standard sind. Da gibt es zum Beispiel irgendwelche Polizeiwagen, die dann auf einmal Schneemobile sind, was eigentlich nicht Schneemobile, Schneeräumfahrzeuge sind. Die sind ja eigentlich eher für Snowfall gedacht, waren aber normal drinnen. So. Das war Julian LP seine Frage. Daniels Funke sagt: Zwei Folgen an einem Tag, geil, könnte öfter sein. Vielleicht machen wir das ja weiterhin, wer weiß, wenn es passt. Die Tina H. schreibt: Freue mich auf nächsten Stream. Wieder Freitag? Ja. Also, das war, ne, letzte Folge. Letzten Sandbox, weil ich lade das Sandbox-Video immer hoch an dem Tag, wo es eigentlich den Stream gibt. Wenn es dann aber technische Probleme gibt, wie ab und zu mal das Internet läuft nicht oder es gibt Verbindungsprobleme, dann wird das Stream auch mal verschoben. Aber das Video an dem Tag, also Sandbox-Speedbuild-Video, was an dem Tag kommt, kommt eigentlich auch an dem Tag dann der Stream. Also nur so als Info, falls ihr das ne, nicht kennt. Was haben wir denn hier noch? Genau, dann hat der Nils zum Beispiel, der Niklas Riedel zum Beispiel gefragt: Wie heißt der Mod, wo man sehen kann, wie viele Zellen man nutzt? Der heißt Precision Engineering. Ist ein ganz netter Mod für die Leute, die City Skylines spielen und dann einfach mal so ein bisschen gucken wollen, was damit so geht. Dann wird euch auch der Winkel angezeigt und sowas. Ist ein sehr schöner Mod, wo man viel mitmachen kann. Also, ja, ist echt geil. Wie heißt der Mod mit den Betonplatten? Dafür gibt es keinen Mod. Das sind Objekte. Das sind einfach Concrete. Musst du mal im Workshop bei Steam eingeben und das hier die Skylines, dann findest du das auch. Und das, ja, kriegt man dann auch so hin. Genau. Dann gibt es ja eine neue Spielankündigung von Urban Games und einem noch anderen Partner. Ich weiß nicht, wie der heißt. Es soll ein neues Spiel rauskommen, was auch so Transportsimulation mit ist wohl und auch Züge und sowas. Vielleicht werden wir das ja auch noch in Zukunft spielen. Dafür werden wir dann zum Beispiel einige Projekte wieder nach hinten verschieben oder halt pausieren oder nur an größeren Abständen. Das heißt also, wir werden da so einiges machen können und dann schauen, was da ist. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Oh ja, genau, die Strecke mit 300 Stundenkilometer, die wir in Season 7 von Trainview gemacht haben, gab es ja auch wieder die Frage. So nach dem Motto: Der Zug fährt doch gar nicht 300, sondern nur 299. In dem Fall hat der MaviIP das geschrieben gehabt. Ja, klar, aber der Zug könnte theoretisch 300 fahren, wenn er 1 km/h schneller gewesen wäre. Weil er ist nur 299 gefahren auf einer 300er Strecke. Wieso, weshalb, warum? Uns erstmal egal. So. Genau, dann haben wir das da auch wieder durch. Ich habe auch einen Bug in City Skylines mit den Trams. Ja, das wird sich auch beheben. Wartet einfach den morgigen Tag ab. Da haben wir so ein bisschen, oder habe ich so ein bisschen aufgeräumt, mal geguckt, so was da geht. Morgen gibt es auch eine neue Sache. Also da schon mal Vorfreude machen. Daniel hat wieder im Workshop ein bisschen sich selber was zusammengebaut, beziehungsweise im Game Editor. Tool Editor heißt er. Ja, Tool Editor heißt er. Da habe ich ein bisschen rumgebastelt und da haben wir selber was auf die Beine gestellt. Ich werde eventuell eins der Sachen freigeben, was ja nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist, was wir da haben. Von daher werden wir da fortschauen, was es gibt.
Genau, das haben wir durch, das haben wir durch, das haben wir auch durch. Genau, dann habe ich mal gesehen gehabt, so die YouTube-Statistik ging bei mir von den Aufrufzahlen irgendwie so und da frage ich mich so, was geht denn da bei euch ab? Das ist ja unglaublich. Was hingegen irgendwie ein bisschen komisch ist, ist die Abozahl, die geht durch den Boden durch, irgendwie, also wird rückläufig. Na gut, ist ja auch nicht meine Sache, ich bin ja jetzt hier nicht so der sagt so, ach, Junge, das ist ja super schön, dass du da irgendwelche Abos machst, aber mich gucken die in allgemein nicht so wirklich. Das eher so, um das Feedback von positiv zu negativen Bewertungen gibt. Und das dann noch eigentlich ganz nett einmal anzuschauen und zu sagen so, ja, das wissen wir jetzt, was da los ist. Und da sollen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen gucken, was wir da haben und wie wir da noch fortfahren können. Allgemein so nach dem Motto, hi, was gefällt euch, was sollen wir weitermachen, ne? Was ich bemerkt habe, dass viele von euch das sehr schön finden, dass wir eigentlich so wieder auf Deko bezogen gehen, auf Season 4 von Cities Skylines. Es wird sich auch noch weiter ausbauen, ja. Ich habe nämlich was Neues in den nächsten Folgen 10 bis 18 werdet ihr was Neues sehen, da habe ich so ein bisschen rumgebaut und auch was Neues eingefügt, von daher werden wir mal schauen, wie das aussieht. Aber bevor ich jetzt hier das noch länger mache, würde ich erstmal sagen, war es das für News und Kommentare am 3.4. Ich musste gerade wieder nachgucken. Es sollte auch ausreichend sein für die nächste und für die nächste Woche, dass wir da das halt überbrücken können. Von daher, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche einen angenehmen Tag. Viel Spaß mit der heutigen Folge um 20 Uhr von Cities Skylines. Falls ihr die noch nicht geschaut habt, derzeit gibt es um 12 und um 20 Uhr jeweils eine Folge Cities Skylines. Von daher viel Spaß, haut rein und ciao.